Es scheint sich zwischen Cecile und ihrem Musiklehrer etwas Ernstes zu entwickeln. Ronald, das ist doch verrückt. Ich weiß, sie ist noch so jung und er ist so... Schwarz. Braunen Zucker. Ohne Zucker. Er schreibt ihr Liebesbriefe. Sie versteckt sie unter ihrem Puppenhaus. Ich hatte erst mit mir gerungen, ob ich es Ihnen sagen soll, aber eine Verbindung dieser Art könnte Ihren Ruf auf der Manchester High School zugrunde richten. Ich musste Ihnen das einfach sagen. Ich konnte nicht zusehen, wie sie Ihre Beziehung zu Court ruiniert. Nein, ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Aber Sie werden es doch für sich behalten. Aber natürlich. Für wen halten Sie sich eigentlich? Wie bitte? Ich bezahle Sie für Cello-Stunden und nicht dafür, dass Sie mein Kind verführen. Mrs. Caldwell, das scheint ein Missverständnis zu sein. Und wie erklären Sie mir das hier? Wo hast du die gefunden? Margarita hat sie beim Saubermachen entdeckt. Auf dein Zimmer, und zwar sofort. Mom! Sofort! Wie konnten Sie mir gegenüber nur so respektlos sein? Ist das der Dank dafür, dass ich Sie von der Straße geholt habe? Von der Straße geholt? Ich wohne in der Park Avenue. Wo auch immer. Sie setzen nie wieder einen Fuß in dieses Haus. Und meine Tochter werden Sie nie wieder, ich wiederhole, nie wieder sehen. Haben Sie verstanden? Also erstmal habe ich Ihre Tochter nie angerührt. Und zweitens, kann man doch heutzutage annehmen, dass jemand Ihres Standes mit der Rassenfrage anders umgeht? Ach, kommen Sie mir bloß nicht mit diesem Rassenquatsch! Mein Mann und ich haben Patenschaften in Afrika! Ah ja, dann weiß ich ja jetzt, wo ich hingehöre. Danke für Ihre Gastfreundschaft, Mrs. Caldwell. Das war sehr ernüchternd. Den Schwarzen sind wir los! Den Schwarzen sind wir los! Dem Himmel sei Dank, den Schwarzen sind wir los! Wow! Ich wusste gar nicht, dass sie so verliebt ist. Glückwunsch, kann ich nur sagen. Und was mache ich jetzt? Sag ihr einfach, dass du sie liebst. Soll das ein Witz sein? Mrs. Caldwell killt mich, wenn ich bloß in ihre Nähe komme. Ein eigenes Telefon hat sie nicht und ihre E-Mail-Adresse kenne ich auch nicht. Ronald, E-Mails sind was für Verklemmte und Pädophile. Bleib romantisch. Schreib ihr noch einen Brief. Aber wie komme ich an sie ran? Wir sorgen dafür, dass sie ihn kriegt. Warum macht ihr beide das für mich? Weil wir uns wünschen, dass Cecile glücklich wird. Und wir wissen, dass du sie glücklich machen wirst. Du würdest jedes Mädchen glücklich machen. Kann man sich hier irgendwo zurückziehen? Gegenüber in meinem Zimmer hast du deine Ruhe. Mach's dir ruhig bequem. Wen rufst du an? Cecile. Was soll das? Bevor wir das durchziehen, möchte ich, dass du dir darüber im Klaren bist, welchen Schaden wir an... Thank you.